Moin Moin, liebe Freunde vom HSV und von Moin Volkspark. Der HSV schlägt zu Hause in einem relativ einseitigen Spiel, das muss man schon mal vorwegnehmen, den 1. FC Nürnberg mit 3:0 und macht genau das, was ich eigentlich in den letzten Wochen immer wieder mal gefordert habe. Er macht es relativ langweilig, das Spiel. 57.000 Zuschauer, ausverkauftes Haus. Und trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, werden alle, die heute hier gewesen sind, wiederkommen. Denn das, was der HSV heute gezeigt hat, war endlich einmal richtig gut, souverän, aggressiv von der ersten Minute an Nürnberg gar nicht erst ins Spiel kommen lassen. Nürnberg natürlich der Situation bedingt auch ein wenig verunsichert. Viele Ausfälle innerhalb des Teams der Franken und natürlich tabellarisch unten im Abstiegskampf. Da ist der Fuß nicht ganz so locker wie beim HSV, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber insgesamt auch ein sehr hart erarbeiteter Sieg des HSV. Immer mit viel Aggressivität gespielt, das Spiel wirklich schnell gehalten, den Ball schnell nach vorne getragen. Nürnberg immer wieder gepresst, hochgepresst und auch wirklich sehr früh unter Druck gesetzt. Das war schon wirklich richtig, richtig gut. Der HSV heute im Kollektiv stark. Selbst ein Ludovic Reis, der heute in der ersten Halbzeit ein wenig weniger machte als sonst, musste er auch nicht. Er musste nicht viel mehr machen, denn die Mannschaft funktionierte. Der HSV, wie gesagt, presste hoch, war immer wieder in gefährlichen Situationen vorne. Jean-Luc Dompé, heute natürlich dann der Mann der ersten Halbzeit. Er war es mit dem Freistoßtor, selbst den Freistoß rausgeholt, dann den Freistoß aus, was waren das vielleicht, 22, 23, 24 Meter, irgendwie sowas. Schön verwandelt, ein richtig schöner Treffer. Den werdet ihr im Blog auch sehen, den habe ich aufgenommen, weil ich mit meinem Nachbarn, mit meinem Sitznachbarn gewettet hatte, dass der Ball reingeht. Mein Sitznachbar heute, erste Halbzeit zumindest, war es der Pressesprecher des 1. FC Nürnberg, ein Hamburger Jungen, sehr netter Junge. Und der war natürlich nicht wirklich erfreut über das, was da auf dem Platz passierte, denn Nürnberg kam hinten gar nicht raus, hatte immer wieder frühe Ballverluste oder lange Bälle schlagen müssen, weil der HSV, wie gesagt, sehr aggressiv presste. Laszlo Benisch heute sehr aktiv im Mittelfeld. Zwar nicht so am Ball, da hat er nicht ganz so viele Aktionen gehabt, aber er war es trotzdem, der den Gegner früh mit unter Druck setzte, durch sein Laufpensum, immenses Laufpensum, wie bei allen anderen auch. Der HSV, wie gesagt, heute wie gelöst, wie als hätte man eine Handbremse gelöst. Man ackerte, man arbeitete, man spielte sich die Bälle vorne rein. Robert Glatzel ein wenig raus noch, der kam in der zweiten Halbzeit besser rein, traf dann ja auch zum vermeintlichen 3:0, das dann leider wegen eines diskutablen Fouls. Er traf den Gegner unten am Fuß, aber der Gegner wäre auch so gefallen. Insofern war es nicht mehr ganz entscheidend. Und trotzdem wurde der Elfmeter dann, das Tor von Robert Glatzel wegen einer VAR-Entscheidung am Ende doch noch zurückgenommen. Schade für ihn. Es wäre schön gewesen, wenn Robert Glatzel die auch noch getroffen hat. Aber es war insgesamt trotzdem ein Spiel, auf das der HSV aufbauen kann und aufbauen muss. So kann ich mir vorstellen, dass jedes Heimspiel läuft, auch wenn es dann natürlich innerhalb des Spiels relativ langweilig wird, weil man nie das Gefühl hat, der Nürnberg könnte hier irgendwas reißen, weil der HSV hinten sicher stand mit Sebastian Schonlau und Jonas David. Die machten es wirklich gut heute. Die waren sicher, da war nichts, was irgendwie für Aufregung hätte sorgen können. Ob es an den Nürnbergern lag oder an der Abwehr, ich lasse es einfach mal beim HSV auf die in diesem Fall, denn man muss nicht immer den Gegner schwach reden, nur weil der HSV mal den Gegner im Griff hat. Heute war es so. Heute spielte der HSV im Mittelfeld wirklich starkes Pressing. Jonas Meffert heute wieder in richtig guter Verfassung. Er sortierte früh, er arbeitete mit Schonlau hinten. Alles weg, was irgendwie auch nur in die HSV-Hälfte kam, war früh abgefangen und wurde schnell wieder nach vorne getragen. Dann auch in der zweiten Halbzeit über Ludovic Reis, der es richtig gut machte. Er traf auch zum 2:0, nachdem Jean-Luc Dompé ihm den Ball auflegte. Ja, das war schon richtig klasse. Bakiriata heute gegen seinen ehemaligen Kameraden Yann Jamra. Der wurde ihm extra zugeteilt, weil er natürlich vom Tempo her relativ ähnlich ist. Jamra auch feilschnell. Und die beiden, sie behagten sich ein paar Mal, verfolgten sich sogar einmal quer oder ein paar Mal quer übers Feld, weil sie die einzigen beiden sind, die sich jeweils gegenseitig decken können. Also ja, trotzdem, Punktsieger in diesem Fall auch ganz eindeutig. Bakiriata, so wie der HSV insgesamt natürlich heute mit diesem 3:0. Am Ende dann durch Renzi Königsdörfer, der war eingewechselt worden, hatte endlich mal genau das. Und da kommen wir wieder zu einer Sache, die wir seit langer Zeit immer wieder ansprechen, die noch besser werden musste und die heute richtig gut war in dem Fall. Denn der erste Kontakt, die Ballannahme, schöner Pass von Meffert in den Lauf. Er nahm den Ball super mit, Königsdörfer, spielte sein Gegenspieler noch kurz aus und schob ihn dann ins lange Eck. Das war schon richtig feiner Fußball. Das war sehr, sehr schön. Das war schön anzusehen in der Nachspielzeit, dann das 3:0. Und ein, auch in der Höhe, wie ich finde, absolut verdienter Sieg gegen den 1. FC Nürnberg, der schwer haben wird. Mein Kollege und Freund, der in der ersten Halbzeit neben mir saß, saß in der zweiten Halbzeit nicht mehr da. Der konnte sich das Ganze nicht mehr anhören. Er musste sich natürlich die ganze Zeit anhören, wie gut der HSV spielt. Und das hat er dann irgendwann auch genervt und da ist er dann abgehauen. Aber er war auch insgesamt nicht gut gelaunt. Er wusste schon in der ersten Halbzeit, dass das hier sehr, sehr schwer würde.
Und ehrlich gesagt hatte er keine Hoffnung mehr, nachdem der HSV hier das 1-0 getroffen hat. Ja, war auch zu sehen, der HSV heute, wie gesagt, hoch überlegen. Ein richtig souveränes, gutes Spiel vom HSV im Kollektiv, stark gespielt. Es war am Ende sogar so, dass der Trainer noch ein paar Auswechslungen vornahm, die er vielleicht sonst nicht vorgenommen hat. Der Miguel Bonsis kam rein, Philipp Bilbia kam mal wieder zum Einsatz. Sonny Kittel wurde eingewechselt, Königsdörfer. Ja, Anders Nemeth war auch dabei. Also es war heute ein Spiel für alle. Einmal richtig tief durchatmen, das war sehr ordentlich. Damit darf man natürlich jetzt auch zufrieden nach Hause gehen heute. Ich bin es auf jeden Fall, ich gehe zufrieden nach Hause. Und vor allem macht es natürlich heute doppelt Spaß, dann das Spiel heute Abend Darmstadt gegen Heidenheim zu sehen. Denn der HSV, er hat seine Hausaufgaben gemacht. 57.000 Zuschauer hier im ausverkauften Volksparkstadion. Wie gesagt, ich bin mir sicher, die werden wiederkommen. Wir werden vor allem heute Abend alle gucken, was die Konkurrenz denn macht. Und vor allem können sie es entspannt gucken, denn der HSV hat vorgelegt. Also, hoffen wir, dass heute Abend entweder Darmstadt gewinnt oder die Unentschieden spielen, das wäre das Beste. Ansonsten, wie gesagt, solange der HSV sein Haus da macht, ist alles egal. Ja. Also, heute hat er sie gemacht, sehr gut gemacht. Ich bin sehr zufrieden. Ich kann wirklich behaupten, dass genau das, was ich in den letzten Wochen gefordert habe, genau heute passiert ist. Man hat es souverän gespielt und darüber freut mich. Ich hoffe, ihr auch. Also, genießt das Wochenende, bleibt gesund und wir sehen uns bald. Bis dann. Ciao.